Gewaltsame Proteste oder brutale Unterdrückung der Demokratiebewegung, beides ist bisher Marokko erspart geblieben. Und erst vor wenigen Wochen gab es ein Verfassungsreferendum. Marokkos Parlament wird künftig mehr Einfluss erhalten. König Mohammed VI. Hat die Parteien zu baldigen Wahlen aufgerufen, um den Reformprozess nicht zu gefährden. Marokko auf dem Weg in eine parlamentarische Monarchie? Aber das Land leidet weiterhin unter Korruption, Bestechung und Raubbau an seinen Naturschätzen. Deutlich zu sehen im Atlasgebirge. Hier steht der größte Bestand an Zedernwäldern im Mittelmeerraum. Der aber wird illegal abgeholzt und verkauft. Der Förster Mustafa Hafid kämpft seit Jahren gegen diese illegale Abholzung. Anne-Karin Lammers begleitet ihn auf Zedernpatrouille im mittleren Atlas. Auf über 2000 Meter ist Förster Mustafa Hafid hinaufgefahren. Hier oben im mittleren Atlas Marokkos wachsen die mächtigen Zedern. Und sie werden illegal abgeholzt. Gewütet hat hier die sogenannte Zedernmafia, erzählt uns Förster Hafid. Er und Eid Aziz, ein Bewohner aus dem nahegelegenen Dorf Tikajun, haben uns hierher geführt. Es sind mächtige Bäume, bis zu 50 Meter hoch. Sie duften würzig. Und hier liegen sie kreuz und quer. Abgeholzte Zedern, jahrhundertealte Bäume, gefällt in ein paar Minuten. Das sind Holzdiebe, Räuber. Sie machen das, weil sie nichts zu essen haben. Aber sie richten in ihrer Not ein Massaker an diesen Bäumen an. Dichter Zedernwald stand hier noch vor ein paar Jahren. Übrig geblieben sind heute 134.000 Hektar im gesamten Atlasgebirge Marokkos. Noch ist es die größte Reserve im Mittelmeerraum. Doch Jahr für Jahr nimmt der Bestand dramatisch ab. Schuld ist ein organisiertes Netz von Holzdieben, kriminellen Händlern, bestechlichen Förstern, Polizisten, Politikern. Es ist nicht die sizilianische Mafia, aber es sind gut organisierte Banden. Alle sind miteinander vernetzt. Es fließt viel Geld. Sie beobachten die Förster. Untereinander sind sie mit Handys verbunden. Auch Förster Hafid wurde schon Geld angeboten, damit er am Raubbau vorbeischaut. Doch er blieb standhaft. Er und Eid Aziz kämpfen für ihren Wald, bewachen ihn nun Tag und Nacht, auch wenn sie sich selbst damit in Gefahr begeben. Ja, ich bin schon mehrmals angegriffen worden. Sie haben Messer und Schleudern. Ich habe zwar eine Waffe und gehe bei Nacht nie alleine raus, aber es ist gefährlich. Einmal waren es 6, die uns angegriffen haben, manchmal sind es 20. Es ist vor allem die Not, die die Bewohner der nahegelegenen Dörfer dazu treibt, die Zedern abzuholzen. Für 20 Euro ziehen sie des Nachts los, denn das ist viel mehr, als sie sonst verdienen könnten. Die Folgen sind sichtbar, der Boden erodiert, jeder Regen führt zu Überschwemmungen. Hier in Tikajun haben die meisten das nun auch eingesehen. In ihrem Waldgebiet sind im letzten Halbjahr nur 4 Bäume illegal abgeholzt worden. Das ist ein Verdienst des Försters, aber auch von Eid Aziz, der lieber hungert, als heimlich eine Zeder zu schlagen. Er hat sich aufgelehnt gegen die Zedernmafia. Die Menschenrechtsorganisation AMD Ash unterstützt ihn, doch sein Engagement hat ihm gefährliche Feinde eingebracht. Es waren 2, sie haben versucht, in der Nacht mein Haus anzuzünden. Sie haben Steine geworfen und ein Fenster zerschmettert. Sie wollen mich einschüchtern, weil ich auf den Wald aufpasse. Deshalb haben sie das gemacht. Tikajun ist ein bitterarmes Dorf. Die Menschen leben von ein bisschen Landwirtschaft, züchten Vieh. Es gibt immerhin Strom und fließendes Wasser, doch keine geteerte Straße, kein Arzt, kein Schulbus. Eigentlich müsste Tikajun wohlhabend sein, denn nach dem Gesetz steht den Kommunen 80% der Einnahmen aus dem legalen Holzabbau zu. Das wäre eine stattliche Summe, doch nichts davon kommt im Dorf an. Und das macht sie wütend. Die Franzosen haben ein Gesetz eingeführt, dass der Wald nur mit Einverständnis des Dorfes geschlagen werden darf. Und jetzt darf der Staat alleine entscheiden. Wir haben nichts mitzureden. Die wirklichen Diebe sind die, die mit staatlicher Erlaubnis die Zedern schlagen. Sie verdienen Millionen und geben uns nichts ab. Wir brauchen Holz in unserem Dorf. Im Winter liegt der Schnee 1 Meter hoch. Es ist unsere einzige Möglichkeit. Wir haben hier keine Heizung wie die Leute in der Stadt. Auch in den Katakomben der Hammams, der typisch maghrebinischen Dampfbäder, wird täglich tonnenweise Holz verfeuert.
Solche öffentlichen Bäder gibt es in jedem größeren Ort. Man entspannt im Dampf, lässt sich abseifen und massieren. Das Hammam ist Teil der marokkanischen Kultur. Damit das Wasser oben schön warm ankommt, muss unten mächtig eingeheizt werden. Mohamed Kousedi wuchtet die schweren Holzscheite von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. 2,50 Euro ist sein Tageslohn. Bis zu 1,5 Tonnen Zedern, Zypressen, Eukalyptusholz verfeuert er Tag für Tag. Es ist die Hölle hier unten, sagt er. Von Holz auf Gas- oder Ölheizungen umzusteigen, ist für die Betreiber solcher Bäder unvorstellbar. Geld für moderne Anlagen haben sie nicht. Brennholz ist billiger. Und es ist eben Tradition. Mit Öl zu heizen, akzeptieren die Kunden nicht. Sie sagen, dass ihre Haut juckt, wenn mit Öl angefeuert wird. Es ist einfach etwas anderes als mit Holz. Noch gibt es die Zedernwälder in Marokko. Abholzungsverbote sollen sie schützen. Es gibt Aufforstungsprogramme. Doch die Not der Landbevölkerung und die Gier der Holzbarone ist größer. Das wissen Förster Mustafa Hafid und Eid Aziz. Hier hat die Mafia sich schon die nächsten Bäume ausgesucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sehr schön. Sie schauen, wie die Qualität ist. Und sieh nur, er ist sehr schön. Wenn man auf ihn nicht aufpasst, wird er geschlagen. Er wird fallen. So viel ist sicher. Es ist ein Nachbarwald von Tikajun, in dem die Mafia weitgehend ungestört abholzen kann, weil wohl Schmiergelder fließen. Für Eid Aziz ist der Anblick kaum zu ertragen. Das tut mir weh, wenn ich das sehe. Es ist, als ob jemand meine eigenen Kinder umgebracht hätte. Und so will er weiter kämpfen für die majestätischen Bäume, die seit Jahrhunderten hier stehen, die der Reichtum seines Dorfes sein sollten. Doch den Profit machen andere.